Wie cool ist das denn bitte? Boah, da kommt die fette. So, sollen wir dich vorbeilassen oder? Nee. So, jetzt müssen wir einmal hier nach da gucken. Nein, da kommt kein Auto. Oh, toll. Boah, du blöde Kuh. Wo kommt ihr denn alle auf einmal her? Ich habe doch vorher geguckt, extra. So ein Mist. Direkt schon Kratz im Lacke. Kratz im Lacke. Die Kratze lackt. Nein! Du blöder... Jetzt reicht aber. Jetzt, ja, ja, habt ihr... Der zeigt mir den Stinkefinger. Freundchen, komm mal raus da. Komm, jetzt. Aber hallo. So, warte. Wir steigen nämlich direkt nochmal aus. Und... Der schmeißt schon alleine auf den Boden. So, bleib stehen, du. Boah. Blöder. Entschuldigung, du warst nicht gemein. Du kannst laufen, du kannst. Was? Was? Das gibt's doch nicht. So. Freunde, aber so nicht. Da zeigt er mir den Stinkefinger. Und jetzt hat er mich auch noch... Seht ihr unten die Lebensleiste? Da wäre ich auch noch fast draufgegangen. Und jetzt kommt auch noch die beschissene Polizei. So, wir gucken mal. Ach Mist. Ich hätte da auch noch abbiegen müssen. Total verwirrt. Oh, da ist aber die Polizei. Die ist die Polizei, Polizei, Polizei. Hat ihr uns gesehen? Noch nicht. Boah. Schön, das sieht so... Ich bin noch am Staunen. Ich habe das Spiel ja wirklich jetzt erst mit euch angefangen. Vorher nicht getestet. Eben noch musste der sogar noch ein Patch runterladen. Sonst hätte ich noch früher aufnehmen können heute. Das hatte ich ja eigentlich auch vor, damit mehr Folgen direkt kommen. Ja, aber das hat leider nicht geklappt, weil dann nochmal ein Patch runtergeladen wurde von überall 1 GB. Und bei meiner Super-Mega-Leitung dauert das natürlich auch nochmal... Schön lange. Boah, wie das aussieht. Das kann ich nur nochmal betonen. Hier, seht ihr das auch? Die Lichteffekte unten hier. Die Pfützen. Habe ich mich jetzt geduckt? Ja, so duckt man sich, Leute. So duckt man sich. Ja, lustig. Aber cool. Wie cool sieht das denn bitte aus? Schön. Toll. Daher genug gestaunt. Wir gehen mal. Wir gucken mal, was er für uns hat. Der liebe, liebe. My dear boy, so good to see you. So good. So good to see you. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Anyway. Ja, genau. It was easy picking a winner. Ja. Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, then, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Wait,
He's about a yes master ass nigga. Let's go to Vespucci. Magellan Ave. Fällt ihm gar nicht, dass ich der Mitarbeiter des Monats bin, oder? Ja. Hör auf, dich aufzuregen. So. Ja, ja. Steig ins Auto. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude? With the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Ich nutze mal die Chance, während die beiden reden, um genau das euch zu fragen. Soll ich eigentlich die Klappe halten, wenn die sich hier so ein bisschen immer so zwischendurch unterhalten? Oder stört euch das nicht, wenn ich ab und zu mal so einen Kommentar lasse? Da sagt es mir einfach, schreibt es in die Kommentare. Dann halte ich auch die Klappe, wenn ihr das wollt. Boah, das macht echt Spaß hier. Das ist wirklich ein anderes Gefühl. Es hat sich gelohnt für mich. Viele sagen ja, boah, oder manche, ich weiß nicht, ob es viele sind, manche sind gar nicht bereit, nochmal so viel Geld für so ein Spiel auszugeben. Ich liebe GTA, muss ich sagen. Ich finde es wirklich ein Hammerspiel. Und deswegen habe ich das gerne gemacht und es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. So, wir sind hier. Wir sind da. Folge Lamar, genau. Lamar weiß nämlich immer, wie es und wo es lang geht. Drücken Sie bitte X zum Klettern. Think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You alright? No, wait from me! We're for example agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Nigga! Oh, wir müssen cool bleiben. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Habt ihr gesehen, wie die mich angeguckt haben? Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? It's a shady ass app. Shit, we... Miezekatze! Miezekatzen! Hier gibt's Miezekatzen in GTA. Lamar! Lamar, es gibt Miezekatzen hier. Das Teil muss in irgendeiner Garage sein. Okay. Wir tun mal überrascht, ich weiß ja, welcher Garage es ist. Ich öffne mal einfach hier die. Und tu mal so... No. Oh, das hat sich sogar gelohnt. Ha, wir haben eine Panzerung. Gut, dass ich nicht in die... Da drüben ist nämlich das Motorrad. Und einfach mal hier reingeguckt habe. Hey, come on. Ja, come on. Sei doch mal ruhig. So, wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja hier auch nochmal was Tolles drin. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Du kommst hier nicht rein. Hier ist die Couch. Warum machst du nicht mal eine Garage auf? Ja, bevor die Heinis zurückkommen. Die kommen sowieso gleich. Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker? Mann, verdammt. So, Waffe haben wir. Und wechseln direkt auf die Waffe und los geht's. Verdammt. Warum treffe ich nicht? Der Punkt ist doch rot. So, haha. Oh Mann, jetzt sind wir direkt hier. Das ist wirklich ein neues Spielgefühl. GTA Online hier. Ach, GTA Online sage ich schon. Wir sind ja nicht online. Doch, wir sind doch immer online, oder Freunde? Wir sind immer online. Hör auf mich zu schießen. Irgendwie hat der einen Schutzengel, oder? So, ein bisschen besser. Ich muss hier... Ich mach das nicht jetzt. Oh, es hat geklingelt, Freunde. Ich muss leider aufhören.
denn bei uns wird ja heute nochmal gedreht. Aber wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.